Langsam, Partner. Komm schon. Ich hab dich erwartet. Schäm dich. Weißt du nicht, dass Pferdeschwänze in dieser Saison out sind? Wie geht's dir, Cash? Och, irgendwie fühle ich mich wie umgewandelt. Da steigt eine Party da draußen. Gehen wir da mit Mr. Spatzenhirn hin? Na klar, keine Party ohne Mr. Spatzenhirn. Plan A. Die Party ist wirklich toll. Danke. Was meinst du, Rakeen? Tolle Aussicht, was? Mach's mal auf, du Fleischkloß. Wer zieht die Fäden? Ach, leck mich doch. Ich spuck auf deinen Plan A. Ich find's toll hier. Die Aussicht ist riesig. Was hat er gesagt? Plan A läuft nicht. Na, warte. Sag mir den Namen, Affenkopf, oder ich schick dich wieder nach England. Aber scheibchenweise. Schieb dir dein Gequatsche in den Hintern. Mit dir würde ich nicht mal knobeln. Na los, lass mich fallen. Tu's doch. Plan A läuft wirklich nicht. Ein schwerer Brocken. Dann eben Plan B. Hast du einen Plan B? Kleiner Tipp. Hiroshima. Ist das Plan B? Kann ich dich mal kurz sprechen? Geht nicht. Ich hab zu tun. Nur für eine Sekunde. Bitte. Also ehrlich, ich finde, du wirst etwas zu radikal. Was heißt radikal? Jemandem mit der Handgranate den Kopf wegzureißen, das geht doch ein bisschen zu weit. Du hast deine Art und ich meine. Weißt du, Rakeen, ich bin eigentlich froh, dass du nicht geredet hast. Komm schon, ich schieße ihm eine Kugel ins Bein und er redet. Nein, ich will das ganze Paket. Vielleicht weiß er ja auch gar nichts, okay? Das ist mir egal. Was heißt, das ist dir egal? Was soll der Quatsch? Du bist ein Kopf. Ich war mal ein Kopf. Aber wegen dieser Missgeburt und seinen Freunden sind wir jetzt auf der Flucht. Und nun wird abgerechnet. Das reicht jetzt, das ist mein Ernst. Oh Mann, ich weiß über dich Bescheid. Ach ja? Army hat dich gefeuert, weil du durchgedreht hast. Wirklich? Ich habe all diesen sadistischen Blödsinn nicht glauben wollen, den du gemacht haben sollst, aber jetzt weiß ich's. Du bist ein Sadist! Wenn du nicht schmutzig werden willst, geh weg. Jack. Dann. Das werde ich tun. Das hast du dir selber eingebrockt. Dieser Irre ist außer Kontrolle und ich kann ihn nicht aufhalten. Aber dafür lasse ich mich nicht einlochen. Mach, was du willst, ich verschwinde. Und vergiss nicht zu schreiben. Vielleicht nehmen sie dich ja dafür in die Ruhmeshalle für Psychopathen auf. Also, du siehst wirklich eklig aus mit deinem Pferdeschwanz. Tut mir leid. Bye, bye, Vögelchen. Mach's gut, Spatzenhirn. Ich will gar nichts hören. Perret! Der Kerl, den ihr wollt, ist Perret. Eve Perret! Wer zum Teufel ist Perret? Er ist der Boss, der Mann, der mit mir im Gefängnis war. Ah, und wo ist der? Wo ist dein Boss? In der Wüste, Ryko Airfield. Du, er sagt die Wahrheit? Ich weiß nicht. Obwohl es nicht regnet, steht er in der Pfütze. Ekelhaft. Tja, Spatzenhirn, das war einer der ältesten Tricks aus dem Lehrbuch. Böser Kopf. Ganz böser Kopf. Hast du mit meiner Schwester geschlafen? Oh, ich glaub's einfach Hast nicht. Hast du sie gebumst? Hast du meine Schwester gebumst? Hast du? Hör zu, ich war so betrunken, ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Komm jetzt, ganz böser Kopf, es wird Zeit. Mein kleiner Beitrag zur Geburtenkontrolle. Ah! Verdammter Mist! Nein! Verdammt! Blödgänger. Cash, was ist mit meiner Schwester? Wir leben in einem freien Land, Tango. Ja, und was heißt das? Dass die Menschen tun können, was sie wollen. Weiter? Das heißt, auch deine Schwester kann tun, was sie will. Ich bring dich um. Okay, Owen, dann zeig...